Die Fans sind sauer und 24 Tim kassiert nun einen Shitstorm. Seit Tagen dürfen die Fans raten, mit wem er einen Song gemacht hat. Immer wieder gab es kleine Hinweise, doch mit dieser Antwort hat dann wirklich niemand gerechnet. Denn es ist niemand Geringeres als Dieter Bohlen. Mit dem erfahrenen Musiker möchte er seine Musikkarriere ankurbeln und das, nachdem er oft einstecken musste für seine letzten Lieder. Dies kommt überhaupt nicht gut an bei den Fans, denn die letzte Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Katja, ist komplett ausgeartet. Am Ende lieferten sich die beiden eine Schlammschlacht im Internet. Mittlerweile glauben viele, dass er homophob und frauenfeindlich ist. Diese Vorwürfe weist er natürlich von sich. Doch Tim möchte es trotzdem versuchen. Immerhin hat Dieter im Laufe seiner Karriere mehreren Leuten zum Hit verholfen. Auch bei dem Influencer soll er das Gleiche machen. Ihren Song haben sie bereits fertiggestellt. In wenigen Wochen erwartet uns dann das neue Meisterwerk. Glaubt ihr, der gemeinsame Track kommt gut an, trotz diesem Hate?